aber du bist die Gräfin von Aalen. Kein Mensch wird mich erkennen. Selbst in einem Kartoffelsack siehst du aus wie eine Gräfin. Ich bin eine Magd, die auf einer Hochzeit in ein Wirtshaus geht und die ganze Nacht tanzt. Ich bin... Also, ich bin nicht... Mein Gott, es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht so. Sophie von Aalen. Ja, Max? Möchtest du meine Frau werden? Ja, Max. Deine Tochter ist jetzt erwachsen, Otto. Und ein Mädchen in ihrem Alter sollte daran denken, einen eigenen Hausstand zu gründen. Magda. Und Sophie wird auf dem Ball ausreichend Gelegenheit haben, sich einen passenden Ehemann auszusuchen. Deshalb veranstalten wir doch das aufwendige Fest. Ich soll verheiratet werden? Wir wandern aus nach Amerika. Ich muss für zwei denken. Unsere Probleme können wir nicht in Amerika lösen. Ich liebe dich nicht. Ich hab dich nie geliebt und mit dir leben will ich schon gar nicht. Das kann doch nicht sein. Sag, dass das alles nur ein böser Traum ist. Nichts würde mich glücklicher machen, als sie zur Frau zu bekommen. Ja, ich will. Ich kann mir keinen besseren Mann vorstellen. Sophie, diese Unterlagen beweisen, dass Friedrich Hartenstein ihren Vater in den Ruin getrieben hat, um sich bei ihm zu rächen. Was? Es klingt ungeheuerlich. Aber da steht es schwarz auf weiß. Bei jemandem, der mir in meiner Familie so etwas angetan hat, werde ich niemals lieben können. Du wirst weder mich noch mein Herz jemals besitzen. Ich war so ein Idiot. Ich habe gedacht, wir können nie glücklich werden, weil ich so arm bin. Darum liebe ich dich mehr als mein Leben. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Durch zu heiraten war der größte Fehler in meinem Leben. Es wird alles gut.